Was haben wir denn hier unten, ne? Okay, zwei Werkzeugproduktion und zwei Gewürzfarm und Feierabend. Okay, hier wird fröhlich gearbeitet. Hier auch überall. Waffenproduktion stillgelegt. Das gehört sich auch so. Gut. Machen wir gleich weiter. Jetzt geht mir das schon wieder viel zu sehr auf den Senkel. Kaufen wir nochmal 20 Tonnen Werkzeug, Holz. Stein und Ding kaufen wir mal nicht. Gucken wir uns derweil mal Maries Insel an. Okay. Wie zum Geier. Okay, das sind. Okay, also das hier sind Gebäude, die existieren nicht. Hier dieser Kanonenturm und so, das gibt es nicht in Wirklichkeit. Also nicht im wirklichen Spiel. Diese Mauer. Ja, das hier sind wirkliche Wehrtürme. Die gibt's auch sonst, aber. Naja, egal. Das hier ist halt ein Bergfried. Und dann hat hier diese ganzen kleinen süßen Gebäude, auch so Kanonengießereien und Waffenschmieden und Proviantmagazine. Was man halt so braucht, um eine Armee zu versorgen. Gut. Und das hier. Ja, ist die Insel von dem Typen. Ah, jetzt werden meine Leute auch mit Bier versorgt. Das sollte meine Einnahmen sprunghaft in die Höhe treiben. Hat es auch getan. Gut, jetzt haben wir ein Einkommen, was sich sehen lassen kann. Jetzt kann man gleich weiterbauen. So, zack. Und dann kommt da noch ein Haus hin. Gut, da noch eins hin. Da und da und da kommt auch noch eins hin, sobald ich dieses Eckchen Straße abgerissen habe. Oder auch nicht. So, und dann geht's hier gleich weiter. Noch ein Haus, noch ein Haus. Und nochmal zwei Häuser. Okay. Das ist jetzt mal eine relativ solide Grundlage. Ich meine, das reicht jetzt dann auch erstmal mit Häusern. Eins baue ich noch. Wegen Schönheit und so. Und das war jetzt wieder klar. Der Marktkarren kommt natürlich von dem. Das Markthaus schickt natürlich einen Marktkarren zu dieser Holzfällerhütte und das Markthaus schickt natürlich einen Marktkarren zu dieser Holzfällerhütte. Logik for the win, hey. Naja, egal, solange es funktioniert. So, das kann jetzt noch hier hin. Und
Jetzt passt das auch erstmal, jetzt dürfen die erstmal fröhlich einziehen. Ja. Oder das heißt, wo sie schon am Einziehen sind, dürfen sie auch eigentlich gleich aufsteigen. Okay, jetzt wollen sie auch aufsteigen. Das finde ich sehr löblich. Bart. Bart. Muss aber so lange aufsteigen lassen bis 2. Okay, das reicht jetzt. Glücklich reicht. Okay, jetzt soll ich kurz die Dattelpflücker retten. Das kann ich natürlich gerne tun. Eine interessante Insel. Bestehend aus einer großen Noria hier und dann jede Menge Dattelplantagen. Okay, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Mensch. Ach so, ihr dürft jetzt natürlich auch aufsteigen. Ich brauche schließlich die zwei Patrizierhäuser. Wie man sieht, steigt das hier in einem. Steigt die Bevölkerung hier in einem Affenzahn an. Und jetzt gucke ich nochmal eben, ob ich mal demnächst eine neue Fischproduktion bauen muss. Ich glaube, muss ich. Jetzt muss ich die Dattelpflücker einmal abliefern. Okay. Dann können wir hier kurz die zwei Leute aufsteigen lassen. So. Ihr braucht jetzt noch nicht einzuziehen. Ihr schon. So, ich baue hier mal eben sicherheitshalber noch zwei Fischerhütten. So. So, wir haben die Dattelpflücker gerettet und sind der Held und überhaupt. Ach so, und jetzt sollte man wohl am besten hier nochmal produktionstechnisch etwas aufwerten. Also wir brauchen hier nochmal einen Mosthof. So. Und so. Und so. Und so.
Dann kaufen wir uns nochmal eine Ladung Holz. So, jetzt kann ich zwar Holzfäller hütten, jetzt kann ich zwar eine Lederwämser-Produktion aufbauen. Ich werde das jetzt aber mal noch bleiben lassen, weil ich muss jetzt erstmal die Versorgung meiner Bevölkerung sicherstellen und dafür muss ich noch eine Packung Brot ja, den halt geben. Ach, von hier unten kann ich auch noch Holz einkaufen. Dann mache ich das mal eben. Du da runterfahren, Holz einkaufen. Und du da Klappe halten. Jetzt geht's mir schon wieder auf den Geist. Jetzt baue ich gleich noch eine Holzfällerhütte. So. Und zwar hierhin. Dann baue ich noch eine hierhin. Okay. Ah, das kommt jetzt so langsam in die Gänge. Gut. Da unten Holz einkaufen. So, das sollte jetzt hier eigentlich mal eine ganz nette Grundversorgung sein. Wenn ich zu viel Werkzeug habe, werde ich das übrigens diesmal nicht verkaufen, sondern dann einfach die Werkzeugproduktion stilllegen und Waffen produzieren, und die werde ich auch noch brauchen. So, aber jetzt lieferst du erstmal Holz. Danke dafür. Kannst du gleich behalten, dein Holz. Und dann bauen wir hier mal eben eine Blödheit for the win, eine kleine Brotproduktion auf. So. Und dann hier. Ah, Scheiße. Okay, das war jetzt dämlich. 2, 3, aber bricht uns nicht das Genick. 1, 2, keiner gesehen. Und 3, so hat keiner gesehen. Dann können wir immerhin die Mühle hier reinbauen. Das merzt das Ganze zumindest etwas aus. So. Und jetzt sollte das passen. Dann kann man jetzt hier mal eben aufladen.
So. Und so. Und so, bisschen wenig Stein. Ich brauche mal eben noch die zweite Steinproduktion. Einfach weil ich es kann. Okay. Und du fährst mal hier rauf auf Erkundungsfahrt. Meine Fresse. Ach, hat er hier schon angehalten. So, das hier könnte eine interessante Insel sein. Ja, die nehmen wir doch gleich. Jetzt überlege ich nur gerade, wo ich intelligenterweise an Land gehe. Ach, ich kann eigentlich auch hier an Land gehen. Letztendlich Wayne. Du fährst mal bitte gleich wieder zurück. So, und hier bauen wir jetzt mal ein Markthaus einfach aus Erschließungszwecken mitten rein. So, und Salzproduktion. Barf. Dann eine Saline. Fresse halten. Okay, anscheinend muss ich jetzt hier kurz mal zum Großvizier. Das kann man Flaggschiff machen. Und dann brauchen wir eine Köhlerhütte für die Saline. So. Und jetzt, wie hat da die optimale Produktion ausgesehen? Ah ja, genau. Optimal kann ich das Ganze jetzt noch nicht auslasten. Dazu fehlen im Moment noch die Baumaterialien. Muss ich mich jetzt erstmal so zufrieden geben. Gerberei. Anschluss. Na, immerhin kann ich hier noch zwei bauen. Oh, eins, zwei, drei, vier. Und dann bauen wir hier noch gleich eine zweite, wo wir schon dabei sind. Eins, zwei, drei, vier. Dann schließen wir die Saline mal an den Marktplatz an. Normalerweise mache ich sowas ja nicht. Aber hier ist es jetzt notwendig. So. Jetzt soll der Bericht hier hingeliefert werden. Okay. Mal vorlesen. Bei Allah, meinem Gott, schwöre ich, Großvizier Al-Sahir, dass sich alles so zugetragen hat, wie ich es hier berichte. Ehrenwerte Marie d'Artois, schon viele Kriege wurden des Glaubens wegen gefochten. Doch der Kreuzzug, den ihr nun anführt, wurde mit dem Leben unschuldiger Kinder erkauft. Ein Mann namens Guy Forcas hat sie den Korsaren in die Hände gespielt, um euch freies Geleit zu verschaffen. Im Namen Allahs und des Sultans flehe ich euch an, beendet diesen Krieg. Das Leben vieler Unschuldiger liegt in euren Händen. Ihr müsst euch nun entscheiden zwischen dem richtigen Weg und dem leichten.